ich glaube, damit sollten wir dann diesen Ort verlassen. Und mal schauen, wo wir jetzt eigentlich was geöffnet haben. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss ja jetzt ein Gewölbe aufgegangen sein. Und das würde ich noch gern auf die Fixe erkunden. Das kriegt man auch hin, oder? Schauen wir mal kurz auf die Karte. Hat sich irgendwo was getan? Hier ist was Unbekanntes. Ich glaube, das ist es aber nicht, oder? Kann ich denn eigentlich zum Nomad zurück? Auf die Art und Weise? Nee, ne? Nee. Schade. Wäre auch zu einfach. Okay. Wo gehen wir denn dann? Komm, wir gehen mal hier zu dem Schnellreisepunkt. Der ist zwar ein Stück entfernt, aber da können wir zumindest nochmal was Neues sehen, indem wir dann über den Süden einfach kommen. Ist doch auch was Schönes. Bevor ich dann jetzt zu dem Nomad zurückgelaufen wäre. Also, das hätte mich mindestens genauso viel Zeit gekostet. Und vielleicht können wir am Vorbeifahren gleich noch sehen, wo wir da jetzt eigentlich hin müssen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Siehst du mal, da haben wir nämlich einen Ort da oben, an dem wir zusammenstoßen. Hier unten ist jetzt noch... Da drüben wäre wieder so ein komisches Ding. So eine Station mit so einem Stampfer, wie es aussieht, ne? Ja, ja. Scharf bewacht von den Cat. Da müssen wir jetzt auch nicht hin. Allem Anschein nach haben sich hier Cat aufgehalten, Pathfinder. Ja, halten sich auch noch auf. Ich habe die Cat irgendwas Brauchbares gefunden. Sehen wir mal nach. Nö, heute nicht. Wir interessieren uns für viel wichtigere und größere Dinge. Wir wollen das Klima eines Planeten verändern. Das ganz große Ziel. So. Schauen wir mal, ob wir das so einfach finden, indem wir jetzt den Strahlengängen hier folgen. Aber müsste doch eigentlich gehen, oder? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und ich muss sagen, die Cat würde ich jetzt eigentlich gern mal umschiffen. Ich habe nämlich gerade keine Lust auf die. Aha. Oh. Okay. Ja, warum nicht? Ist doch eine nette Gestaltung. Warum nicht? Kann man sich mal so in den Garten stellen? Zwei plötzlich auftauchende Türme. Eine Geräuschkulisse ist das. Wahnsinn. Kann man hier reinfahren? Nein, schade. Okay, das wäre vielleicht auch zu viel des Guten. Dann drehen wir mal kurz und platzieren unsere Kiste vielleicht hier mal so. Und dann geht's auf ins nächste Gewölbe. Auf geht's. In den Untergang. Oder was auch immer. Ein Gravitationsschacht. Wie habe ich es vermisst? Stürzen wir in die Tiefe. Diese Haltung ist wieder online. Hui. Okay, sieht okay. Also ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Ich wollte gerade sagen, sieht also ganz ähnlich aus wie bei dem ersten, das wir untersucht haben auf EOS. Mal schauen, ob sich das auch genauso gestaltet oder ob wir hier irgendwas anders machen müssen. Okay. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Mhm. Pathfinder, das hat Auswirkungen auf Ihren Schild. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Okay, wir haben jetzt also quasi uns ist selbst kalt gemacht hier. Ich gehe mal einfach an die Konsole und schau mal, was passiert. Eine Öffnung. Gut. Na dann. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Müssen wir uns jetzt also allem Anschein nach von Schutzfeld zu Schutzfeld vorwärts arbeiten. Tja, links oder rechts? Gehen wir links.
Finde ich auch schön, immer diese Entscheidung in einem Spiel, das seinen Erfolg genau dadurch hatte. Ich markiere die, die sie brauchen. Ich schalte da mal einfach rum. Hallo, natürlich hat das was bewirkt. Weiß nicht, ob das gut war, was ich jetzt gemacht habe, aber hey. Ich glaube, von hier aus komme ich nicht darüber, wa? Darf ich in die Brühe rein? Ich glaube nicht, ne? Das ist doch bestimmt wieder... Ja, das ist bestimmt wieder so eine Brühe wie beim letzten Mal. Okay. Komme ich wieder zurück? Das... Ja, ich glaube schon. Das leckt aber hier. So, dann probieren wir es doch einfach mal mit dem anderen Weg, den wir noch haben. Oh Gott, das ist aber weit. Mit Festhalten hast du es halt nicht so? Metra ist auch gut. Wie sie einfach mal da mitten in der Luft schwebt. Und einen Fick drauf gibt, dass sie eigentlich abstürzen müsste. Ah, okay, so funktioniert das Ganze. Ich verstehe. So. Und dann ab nach drüben. Ah, wir haben Besuch. Ihr macht das schon. Oder auch nicht? Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Oh, ich bin ja gestorben. War da noch einer? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre der letzte gewesen, den ich gerade da runtergeschubst habe. Naja, dann nochmal. Merkt man, dass ich nicht mehr konzentriert bei der Sache bin? Ist es wie gesagt schon spät. Aber da ich so selten jetzt... Oh. Was war das denn? Instant tot. Wunderschön. Ja, da ich momentan so selten zum Spielen komme, muss das jetzt mal leider sein. Bin ich daran auch gerade eben gestorben? Nee, ne? Alter, was ist denn das? Ist das, weil ich keine Lebenserhaltung mehr habe? Das wäre jetzt natürlich total mies, weil ich nicht mehr rechtzeitig irgendwo hinkomme von hier aus. Ich glaube bald ja, oder? Oh, shit. Kacke. Ach du Scheiße, was ist denn das? Komme ich hier auch wieder raus? Geht das? Ich befürchte bald nein. Das ist natürlich total elegant gelöst von den Leuten. Nö, ich habe keine Chance mehr rechtzeitig zu so einem Schutzfeld zu kommen. Geil! Tja, ich bin verdammt auf ewig dazu, hier immer wieder zu sterben. Ach, das ist ein Schutzfeld. Das ist gar kein Todesfeld. Interessant. Wenn man bedenkt, dass ich gerade eben gestorben bin, als ich da durch wollte. Muss man nicht verstehen, oder? Naja, dann nehmen wir das halt so. Und gehen weiter. Ignorieren wir einfach, was geschehen ist. Beachten wir das einfach gar nicht. Oh, sieh mal an, Leben. Das finde ich gut. Müssen wir die umschalten? Ich mach's einfach mal. Ist was passiert? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Gut, lass uns weitergehen. Okay. Ja. Aber ist doch ein ganz lieber, der will doch nur spielen. So, weiter mit uns. Was soll das hier eigentlich bedeuten, das Zeichen? Weiß auch keiner? Okay. Dann erstmal in den sicheren Bereich. So, Leben brauche ich nicht schon wieder. Gibt's denn hier oben zufällig ein Terminal oder sowas? Ach, hallo. Das ist ein ungünstiger Winkel zum Kämpfen, stelle ich mal so fest. So. Alles gut.
funktioniert. Oh Gott. Man sollte zielen, bevor man schießt. Das hilft manchmal. So, ich gehe nochmal ganz kurz in meinen Sicherheitsbereich zurück. Damit wir ja nicht wieder plötzlich verrecken. Und dann geht's auf zur nächsten Runde. Den zerklatschen wir mal da oben. Und den können wir ja mal wieder zerschießen. Okay. Das hätten wir also hingekriegt. Du darfst die Waffe wegstecken, danke. Okay. Und da geht's auch schon weiter. Und für ihn hat sich's auch schon wieder erledigt, glaube ich. Oh, was? Ist da gerade einer? Oh, sieh mal an. Hallo? Was geht? Sieh mal an, dem kann ich gar nichts tun. Oh Gott. Ich glaube, es ist nicht gut, was ich hier tue. Nein, ich glaube, das ist nicht so gut. Puh. Das hätte auch schief gehen können. So, halten wir einfach mal ein bisschen drauf. Und dann ist auch Ruhe. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor ja? Dieser Ort uns umbringt, willst du sagen? Ja, das wäre wahrscheinlich gut zu machen. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Sam, ich weiß. Ich spüre es, wenn es kalt ist. Glaub mir. Okay, hier ist aber ansonsten nicht so viel zum Einsammeln, habe ich das Gefühl. Innerhalb des Toleranzbereichs. Sagte er, während ich schon wieder in der tiefsten Arscheskälte war. Okay, ich glaube, hier ist ansonsten nicht so viel. Lass uns doch einfach mal gucken, wo ich denn lang muss überhaupt. Wo ist denn der Fluchtweg? Hier lang, oder? Ja, das sieht gut aus. Gut, wo ist denn... Ich verwirre mich gerade selbst ganz schön. Okay. Dann auf geht's. Okay, bereit machen zum Rennen. Gut. Die sind mir gerade egal. Die sind mir egal. Die können gerne weiter auf der Party bleiben. Ich gehe. Ich muss nicht bei jeder Party bis zum Schluss bleiben. Nein, nein. Oh Gott. Nach Möglichkeit nicht abstürzen. Das könnte helfen. Oh Gott, schon wieder. Mensch, was mache ich denn? Wo bin ich? Man sieht die Plattformen jetzt so schlecht. Und hoppsa! Lass uns doch mal hier durchgehen. Ja, sehr schön. Terminal? Ja. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Aber das war doch ein ganzes Stück gediegener als im ersten Gebäudekomplex, Gewölbekomplex, was auch immer. Oh, und wir haben gerade einiges geschafft, glaube ich. Wir haben Punkte im Nexus-Level bekommen, also wir sind im Nexus-Level aufgestiegen. Wir haben diesen Planeten bewohnbar gemacht. Und natürlich noch ein Level-Up gehabt dabei. Das war eine saubere Sache, würde ich meinen. Ab nach oben mit uns. Und dann lasst uns unseren Erfolg auskosten. Da sind wir wieder. Offenbar ist es aber immer noch arschkalt hier oben. Daran hat sich so schnell also nichts geändert. Aber das Wetter, Freunde, das Wetter. Oh. Ist diese Umgebung nicht schön auf einmal? Wir haben. Die Lufttemperatur ist seit der Aktivierung des Gewölbes um 13 Grad gestiegen. Oh, das ging aber schnell. Auf der Wolkendecke wird die Sonnenenergie dramatisch ansteigen. Yeah. Unsere Leute können hier ein neues Leben beginnen. Also die, die arschkälte Umgebungen mögen halt. Aber hier gibt es sogar Nordlichter, ist ja verrückt.
Ist das nicht schön? Mensch, so will man das sehen. Und da hat es auf einmal auch Schönheit hier, das Ganze. Gut, wir gehen mal ganz kurz noch zu dem Fragezeichen. Einfach nur, um zu sehen, was das ist. Und dann bewegen wir uns nach Norden oder richten den Außenposten. Das machen wir noch. Haha. Coole Sache. Und dann haben wir doch richtig was auf Volt geschafft. Wenn wir den Planeten auch nicht abgeschlossen haben, denn die Caps sind immer noch da. Aber was Atmosphäre angeht. Ungewöhnliche Werte von der nahegelegenen Reliktstätte. Sie sollten dem vielleicht auf den Grund gehen. Aha. Was heißt ungewöhnliche Werte? Kämpfe. Nein, danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich guck mir das vielleicht mal extern an, das Ganze. So, wir machen lieber uns nach Norden auf und schauen mal, was sich so bei der Siedlung tut. Was für eine Siedlung wir da überhaupt errichten. Achtung, Reliktstätte voraus. Das müssen wir dann auch wieder entscheiden, ne? Nehme ich mal so an. Oder vielleicht wird uns die Entscheidung diesmal auch abgenommen, weil wir... Oh Gott. Weil wir beim letzten Mal einen Forschungs... Komplex gebaut haben, wird vielleicht diesmal ein Militärkomplex gebaut. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, auf dem Planeten wäre das vielleicht sogar aber auch die angebrachtere Variante, denn die Cats sind hier ein bisschen mächtiger als auf Eos. Zumindest nach allem, was man so auf den ersten Blick sieht. Ich glaube, der ganze Planet ist ein bisschen gefährlicher. Ich weiß, deswegen bin ich hier. So, wo genau dürfen wir denn hin? Hier drüben. Da ist auch die Markierung. Na dann. Baut uns ein neues Heim. Oder? Muss ich noch was tun? Den Außenposten errichten? Ja, dann macht das doch bitte. Ah, ich muss erst an den Sender gehen und den aktivieren. Also dann, ein neues Heim für uns. Bestätigt. Glückwunsch, Pathfinder. Das war eine echte Herausforderung. Sorgen Sie dringend dafür, dass sich Fumuyoko von Direktor Edison, Sie schauen nicht persönlich vorbei? Die Errichtung eines Außenpostens ist eine große Sache. Danke, aber ich verzichte. Mir sind klimatisierte Räume lieber als... diese Extreme. Ernsthaft, Ryder. Gouverneurin Shai sitzt mir wegen dieses Außenpostens im Nacken. Wären die hiesigen Angara nicht an Bord, hätten wir ein Problem. Wir sind uns doch mit ihnen einig, oder? So viel sie auch erreicht haben, Pathfinder. Wir können es uns nicht leisten, unsere Nachbarn zu verärgern. Ich bin so vorgegangen, wie ich es für richtig hielt. Aber keine Sorge, wir wurden eingeladen. Gut. Wir brauchen jedes bisschen Lebensfähigkeit. Vor allem nach dieser Sache mit der Kett-Einrichtung. Volt hilft uns weiter. So kalt es dort auch ist, verbessert es doch die Chancen der Initiative. Aber sie müssen noch mehr finden. Wir sind natürlich niemals wirklich fertig. Der Kampf ums Überleben ist nichts, das einfach so endet. Außerdem wäre da noch etwas anderes. Es geht um eine formelle Angelegenheit. Um ein Statement für die Archive. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Pathfinder war immer ein Symbol. Wie die Außenpostenflaggen im öffentlichen Bereich. Die Leute brauchen eine Verbindung zur Realität dort unten. Wenden Sie sich an sie, Pathfinder. Sagen Sie ihnen, was das hier für uns bedeutet. Volt ist mehr, als irgendjemand geahnt hatte. Eine empfindliche Niederlage für die Cat und für die Angara so vieles, was sie wiedererlangen können. Und für uns ist es schon jetzt ein gewaltiger Schritt. Wir brauchten Vorräte, wir fanden Partner. Aufzeichnung abgeschlossen, Pathfinder. Ende. Da war viel Pathos in der Rede. Okay, wir sind... sind wir noch auf Volt? Ich habe einen geeigneten Standort für einen HNS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Für einen HNS-Empfänger? Was ist das? Hatten wir das schon mal in irgendeiner Form? Ja, wir sind noch auf Volt, okay. Gut, dann haben wir beim nächsten Mal... 3 Stunden und 18 Minuten. Verdammt! Oh,
So ein Mist. Tja, dann haben wir beim nächsten Mal nicht bloß ganz viel zu kämpfen gegen die Cat, sondern wir haben auch mit einigen Leuten zu reden, glaube ich. Denn, ja, wir haben einen neuen Planeten mit neuen Leuten, die hier auftauchen. Und ich würde sagen, vor dieser wunderschönen Kulisse lässt es sich doch 1A abschließen, diese Folge oder diese Aufnahmesession. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Und ich freue mich schon drauf, auch wenn wir immer noch auf Volt sind. Aber das ist ein anderes Volt jetzt, glaube ich, als vorher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein!